Lino, ein hübscher Wallach, der seiner Besitzerin ordentlich Respekt eingeflößt hat. Ariane Telgen soll helfen, die beiden wieder zusammenzubringen. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Genau. Zeigen, gehen wir schnell rein. Ne? Ja, wir haben wieder einen neuen Gastaufruf Eichneck. Das ist Lino, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, 13 Jahre. 13 Jahre jung. 14 mittlerweile. Muss einfach mal fragen, warum seid ihr denn hier oder warum bist du hier? Also, wir haben definitiv Reiterprobleme, also wir kriegen ihn nicht gestellt und gebogen und schwupp, da ist er auch schon. Also Anlehnung, triebig, das ist so das Problem. Ich glaube aber, das Problem herrscht vor, weil ich halt Angst beim Reiten habe. Okay. Also das ist dadurch, dass man halt immer so ein bisschen verkrampft sitzt. Ich bin nicht locker, wie soll er dann locker sein? Also das ist, glaube ich, halt das. Aber ich habe ja so ein bisschen rausgehört, dass diese Angst bei dir nicht von ungefähr kommt, sondern die hat ja seine Gründe oder hat ihre Gründe. Ja, leider. Also ich habe ihn jetzt seit 5 Jahren und in den 5 Jahren hat er, ja in den ersten, also in dem ersten Jahr schon, hat er eigentlich mal alles gezeigt, was so ein Pferd kann. Also auf zwei Beinen stehen, das war so das Schlimmste für mich, weil ich echt wirklich in dem Moment dachte, okay, heute wirst du sterben. Ja. Also, und dann bockt er halt gerne. Aber wenn man zum Beispiel Abteilungsreiten und der Erste fängt an zu galoppieren und wir sollen da mitgaloppieren, dann fängt er an zu quieken und bockt dann im Prinzip, wenn er Lust hat, bockt er so lange, bis man unten ist. Okay. Manchmal bockt er aber auch nur so, bis man merkt, oh, jetzt sitzt sie nicht mehr richtig und dann bleibt er tatsächlich stehen. Also es gibt beides. Aber es gibt da auch die Variante, nö, ich finde das jetzt hier gerade spaßig, aber ohne dich am Bocken. Macht er das auch unter anderen Reitern? Weil sonst wäre es ja nicht nur auf dich bezogen, wenn ein Angstfreier jetzt da drauf geht. Da macht er gar nichts. Da macht er gar nichts. Also er versucht es. Also es ist immer so, das wird auch hier, glaube ich, sein. Er checkt einmal kurz ab, kannst du was? Kann ich was mit dir drehen oder nicht? Das ist beim Führen so. Und beim Reiten ist es auch so. Da versucht er auch, kann ich jetzt hier was machen? Aber wenn er merkt, da sitzt einer drauf, der kann das. Und der setzt sich durch und dem ist das egal. Dann reitet er. Also dann geht er einfach weiter. Was ist denn so das, was du dir sagst, 3 Tage sind ja immer nicht so viel Zeit. Was ist denn so das, wo du sagst, Mensch, das würde ich ganz gerne. Ich habe jetzt gehört, im Führtraining oder am Boden gibt es gewisse Schwierigkeiten. Im Handling, das sind ja alles so viele Sachen. Habt ihr mal ausprobiert, wie es ist, wenn ihr ihn zum Beispiel an der Doppellonge galoppiert und verschiedene Sachen macht, ob er das auch macht mit dem Bocken oder nur, wenn man oben drauf sitzt? Eigentlich mein Hauptmerk ist, dass ich mich da drauf setze und sagen kann, auch wenn du jetzt zum Beispiel Mittwoch sagst, komm, der hat ein paar Baustellen, aber ist soweit alles okay, reite, setz dich da drauf, setz dich durch, bleib einmal, nimm die Situation einmal mit und du musst da einmal durch, der wird damit weniger oder damit wird die Situation weniger, dann ist das okay für mich. Also, weil du kannst den super longieren, Doppellongenarbeit macht der klasse. Wir üben im Moment Kompliment mit ihm. Also wir versuchen das wirklich schon ganz vielfältig zu machen, dass er auch wirklich alles mitmachen kann. Oder auch, dass man mit ihm all oder viel macht. Das wird schon wieder so schnell, ne? Macht nichts. Also ich will einfach nur, dass wir ein Team werden. Also wenn er bockt und ich weiß, okay, das ist jetzt heute so, jetzt bockt er einmal, aber jetzt bleib mal gelassen, reiß die Pobacken zusammen und reite drüber hinweg. Ne, was hindert dich denn daran, das jetzt zu machen? Weil du denkst, dass er vielleicht was haben könnte und du bist ungerecht? Oder verstehe ich das jetzt ganz falsch? Ja, nachdem ich hier die ganzen, ich habe ja viele Videos gesehen, dachte ich echt, okay, alles klar. Okay. Ich dachte, ja, doch irgendwas und du bist doch ein bisschen zu. Also erstmal muss ich sagen, alle Achtung eigentlich vor dir und auch vor dir,
Ich glaube, ich hätte ganz ehrlich gesagt überhaupt keine Lust auf so einen Freizeitpartner. Das hat meine Reitlehrerin, glaube ich, auch schon zweimal gesagt. Also. Da kann er ja gar nichts für, in dem Sinne. Aber das bringt einem ja auch nichts. So, aber da immer halt mit diesem schlechten Gefühl draufzusteigen, finde ich persönlich wirklich schwierig. Ja, das ist auch schwierig. Wobei das Schlimme ist ja halt, dass er zu 90% ist er ja gar nicht so. Mhm. Also wir haben schon so viele Sachen mit ihm erlebt, die total cool sind und die er auch total cool regelt. Und wo er sich dann auch wirklich auf uns verlässt, also in den letzten anderthalb Jahren. Also, und es sind halt diese 10% Todesstern. Ich immer denke, warum denn jetzt heute? Warum jetzt in dieser Situation? Wobei ich aber auch dann immer denke, warum reißt du dich jetzt nicht einfach mal am Riemen und reitest doch einfach bitte weiter? Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Und er schon so, oh, alles klar. Dann wird der so 20 cm kurz, das merkt man unter einem. Und ich dachte, oh nein, ich will hier runter. Und dann fing er auch schon an zu bocken und hat sich dann so hochgezogen. Und zu bocken fing dann auch vorne an hochzugehen. Und meine Mitreiterin schrie nur, stehen bleiben, nicht die Kinder rennen lassen. Und ich so, oh Gott, ich will hier runter. Ja. Und sie, nein, bleib drauf, wir sitzen jetzt, wir gehen jetzt in die andere Richtung, atme. Und ich nur, okay, ich atme. Und dann sind wir weitergegangen. Ruhe. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, das kann nicht sein. Ja, und heute möchtest du ja auch gerne reiten, habe ich gehört. Ja. Ich hätte es jetzt überhaupt nicht verlangt, weil ich habe nur auf den Decken, auf den Jacken hinten Todessternreiter gelesen und habe gedacht, oh Gott. Es kann ja auch sein, dass er zwar aufmerksam ist, aber... Alles gut, wenn ihr schon auf dem Turnierplatz wart, das ist dann genauso wie auf dem Turnierplatz. Ich denke, das ist einfach und dann wird er ja vielleicht entweder zeigt das oder nicht. Also. Was mir wichtig ist, ist, wenn du das Gefühl hast, hier hört es jetzt auf, das wird mir zu riskant, ich möchte nicht, dass hier jemand fällt oder dass irgendwas passiert, dann musst du dir auch keine Gedanken machen, wenn du jetzt absteigst, sitzt es in dem Pferd drin oder sowas, das bügeln wir dann schon wieder raus. Okay. Jetzt auch die Frage, ist es vielleicht wirklich nur mein Problem und er macht sich da einen Spaß draus? Das glaube ich nicht. Oder aber er hat Angst, weil dann muss ich damit ja auch anders umgehen. Dann kann ich ja nicht ungerecht sein, weil wenn er wirklich Angst hat und sich denkt, nee, du kannst das jetzt hier gerade nicht regeln, ich auch nicht. Also das können manchmal so komische Ketten sein. Gibt es dann eine Situation, wo man sagen kann, das findet er absolut daneben. Da wird man sowieso mit ihm anecken. So aus dem Stegreif. Also wir können an dem Müllwagen vorbei, aber der Vogel auf dem Platz ist dann manchmal doof. Okay, also, alles das klar. Ist, Vögel gibt es hier ja schon mal jede Menge. Wenn du mit Leckerlis arbeitest, was überhaupt kein Problem ist, aber er ist manchmal etwas fordernd und denkt sich, er zeigt, was er so kann. Hm. So nach dem Motto, so... Das Richtige wird schon dabei sein. Ich kann was. Also es versuchen wir schon. Wir versuchen wirklich ein bisschen vielfältig, Doppellonge, mit dem Kompliment jetzt schon, wie ich ja schon sagte, wir versuchen. Jetzt wollen wir irgendwie Ghetto-Faust hier beibringen und sowas. Was für ein Ding? Ghetto-Faust. Was ist das denn? Ach so. Ghetto-Faust. Quatsch macht er ja gerne mit. Also ist es eigentlich, wenn die äußeren Faktoren interessanter wären. Genau. Als man selber. Genau. Das heißt, eigentlich müsstest du wissen, wie du interessanter wirst wie deine Außenwelt. Ja, das wäre vielleicht. Mhm. Ohne gleich so einzusinken und zu denken, oh Gott, ich werde heute sterben. Also das ist... Also, kommt ja nicht von hat er ja dran gearbeitet. Was ist das denn? Das darf Vicky gar nicht sehen. Nee. Wurde doch extra für Vicky eingepackt. Guck mal! Das dürfte die nicht sehen. Das habe ich hier häufig mit Pferden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo ich dann an der Longe bin und Vicky drauf sitzt. Dass ich halt noch so eine Notbremse habe, will ich mal so sagen. Und die macht dann wirklich eine ganze Bahn, aber ich habe sie an der Longe. Ah. Und nur Handwechsel kann man halt nicht machen. Ne? Weil für mich ist es immer so, das gibt erstmal Sicherheit dem Reiter gegenüber, weil man weiß, okay, wenn wirklich was ist,
dann kann diejenige oder derjenige, der die Longe in der Hand hat, einfach zum Zirkel in eine Volte holen. Dann hat man halt nur diese Fliehkraft nach außen, wo man irgendwie dann mit klarkommen muss. Aber die können ja nicht so völlig kopflos durch die Gegend gehen. Na, du machst einfach mal so, wie du es sonst auch machst. Ja, wir tun mal so, als wenn ich auf dem Turnier wäre. Ja. Wobei ich das auch jetzt schon ganz lange nicht mehr war. Macht ja super. Nichts. Also häufig ist es so, dass die Pferde, die ganz mit ganz schlimmen Sachen kommen, plötzlich hier ganz brav sind. Und die Besitzer dann wirklich denken, oh nein. Und die, die so ganz still sind normalerweise, die machen dann eigentlich eher Probleme hier. Freut sich jemand? Ich weiß zwar nicht warum, aber sieht zumindest bis jetzt ganz entspannt aus. Ist das jetzt eher typisch, dass er so entspannt losläuft oder untypisch? Also im Moment fühle ich mich nicht so entspannt, muss ich ehrlich gestehen. Wenn du sagst, das ist entspannt, dann ja, atme ich mal. Doch, ich glaube, also das hat gespitzte Ohren, er kaut in die Tiefe ab. Also dieses Holzpferd da und der weiße Pavillon macht ihm scheinbar gar keine Probleme. Ja, du kannst ihm auch 20 Luftballons um den Körper rumbinden, das ist ihm auch egal. Ich habe das Profilbild gesehen. Ja, das ist doch verrückt, oder? Das ist doch wirklich verrückt. Also buckeln macht er tatsächlich, das wollte mir ja keiner glauben, kann er aus dem Nichts. Okay. Das ist ja das, wenn die alle dann immer sagen, nein, 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 du merkst das. Die ziehen sich zusammen und dann fangen sie an zu bocken. Und ich, nein, nee, das ist nicht so. Bei manchen Pferden reitet merkt den doch mal, dann merkt ihr das. Ja. Der ist von 0 auf 100 in einer Hundertstel Sekunde. Genau, dann machst du es einfach mal so, wie du es sonst auch machst. Ja, ich würde jetzt halt ein paar Wechsel machen, Galopp, Trab. Dass er mal so ein bisschen locker wird. Ja. Drei. Gut gemacht. Super. Ja, richtig, richtig toll, die beiden. Ich sehe jetzt den Lino hier eigentlich als ganz kooperativ. Es ist ein neues Gelände und die Reiterin galoppiert hier jetzt gerade, die Melanie. Das ist, glaube ich, so dieses größte Problem eigentlich und sie macht das hier ganz toll. Ich habe gerade so gesehen, dass auf der linken Hand die Zunge so ein bisschen rausgestreckt wird. Und das ist halt mit der Durchlässigkeit im Trab und Galopp so ein bisschen hapert. Aber da müssen wir einfach mal schauen. Aber ansonsten ganz brav, es sei denn, hinter meinem Rücken ist gerade was anderes gewesen. Nein, wir springen heute nicht. Nein. Nach böswilligen Bocken oder Steigen sieht das nun tatsächlich nicht aus. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also Skepsis oder Angst merkt man die aber nicht an. Man kann das ganz gut überspielen, ne? Nein, im Moment bin ich auch, ich bin ja hier hingekommen mit dem Willen, okay, egal was da jetzt bei rumkommt, wir werden das in Angriff nehmen. Und wenn ich das bin, dann ist es so. Ja. Da muss mir halt einer jeden Tag in den Hintern treten und ich bleibe da oben so lange drin sitzen, also solange es nicht ungefährlich ist, bis das Thema vom Tisch ist. Ja. Also das ist halt. Also er macht jetzt auf mich keinen bösen Eindruck. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Traue ich ihm auch nicht zu. Ich glaube nicht, dass der böse ist. Was ich jetzt halt gesehen habe, ist auf der linken Hand. Ich weiß nicht, ob er das sonst auch macht, dass er seine Zunge da rausstreckt. Ja, das ist normal. Ja. Okay. Und im Schritt, als du losgeritten bist, hatte ich den Eindruck, da ist er sofort vorwärts, abwärts in die Tiefe gekaut. Das jetzt macht er sonst Trab nicht. Und macht er sonst nicht. So. Nein. Okay. Also ist das Bild, was jetzt im Trab war und im Galopp, dass er so ein bisschen eher so da oben sich hinlümmelt und man ordentlich ackern muss. Dieses Tempo ist schon nicht normal. Das Tempo hier? Das ist nicht normal. Was ist denn normal? Normal ist, guck, ob ich das jetzt hinkriege. Also langsam, nein, langsam. Brauchst ihn ja nicht verwerfen jetzt. Ist das sonst schneller oder langsamer? Nein, langsamer. Ach so, alles gut.
Okay. Ja, dann haben wir ja schon alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja gut, du bist galoppiert, bist schneller getrabt. Pferde sind da unten gewesen, er hat nichts gemacht. Perfekt. Ja, danke. Wollen wir jetzt geradeaus weitergehen, ja. Dass wir vielleicht auch noch mal, also ich würde schon ganz gerne noch mal wieder aufs Turnier, weil ich finde, auch das macht ja auch Spaß. Also ich fahre eigentlich total gerne aufs Turnier, nicht wegen dem Reiten, wegen der Bratwurst, aber also nicht so sehr, um jetzt da 100 Schleifen abzuziehen. Wir haben eine Schleife bekommen. Also, aber ich finde, das ist halt auch sowas. Man geht ausreiten und dann geht man auch mal aufs Turnier. Und dann hat man Spaß und ein bisschen Aufregung. Und fremde Leute, die sagen einem dann, okay, das ist gut, das ist nicht so gut. Ja, alles klar. Und dann fährt man nach Hause, 20 Kilo Möhren in den Trog. Und dann so, ist ja auch ein schöner Tag. Ja, klar. Also, so empfinde ich das halt. Aber es ist halt schwierig. Oder halt mal, obwohl in der Hardware nimmt er sich eigentlich ganz gut. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, das fand ich ganz süß, weil das hat die, glaube ich, aus dem Pferdeflüsterer. Da ist die Frau, die Frau hat da angerufen, hat gesagt, ich habe gehört, sie helfen Menschen mit Pferdeproblemen. Und dann hat der Pferdeflüsterer gesagt, naja, eigentlich helfe ich eher Pferden mit Menschenproblemen. Ja. Ja. Und das Kommentar hat jemand unter ein Video geschrieben und das fand ich so irre. Aber das kann man so auch nicht immer sagen. Ist ja, also es kommt ja immer, der Mensch kriegt ja ein Problem, weil er irgendwas erlebt hat. Und das Pferd hat auch vorher irgendwas erlebt und dadurch kriegt der Mensch das Problem. Das war's. Und er steht jetzt in der Box und tagsüber draußen, oder? Genau, also die kommen immer raus, entweder halt im Sommer auf die Weide mit allen Wallachen, das ist getrennt Wallach und Stute. Da können wir den theoretisch auch bis 22 Uhr draußen lassen. Mhm. Das wäre egal. Und im Winter haben wir für unsere Stallgasse einen eigenen Wallach-Paddock, der auch groß ist. Und wir sind so sechs Pferde, die den Winter knallhart durchziehen. Dann kommen die morgens raus. Ach, schön. Und gehen dann so 4 Stunden, 5 Stunden, kommen die dann wieder rein. Ja. Also, und dann machen wir ja dann noch was mit ihm. Oder du stellst ihn nachmittags nochmal raus. Also, wie gesagt, das ist unser Paddock, unser Stallgassen-Paddock und damit können wir machen, was wir wollen. Komm, du musst ein bisschen Babysitter spielen. Geh am besten dran vorbei. Und damit nun niemand denkt, dass der Platzhalter ja fast aussieht wie ein sehr bekannter, aber kürzlich bereits abgereister Schimmel, dem sei gesagt, dass es einfach schon etwas her ist, seit Lino Hofeicheneck besucht hat und Falco seinerzeit dort auch noch gewohnt hat. Ja, ich bin gespannt. So einen kleinen Plan habe ich schon. Morgen kann das Ganze natürlich wieder anders aussehen. Aber erstmal würde ich sagen, muss der Lino lernen, nachzugeben. Also wenn ich rechts annehme, rechts nachgeben, links annehmen, links nachgeben, das ist so ein bisschen einseitiger Wegweiser. Das soll er an der Longe, an der Doppellonge gut machen. Nur wenn jemand drauf sitzt, soll er das nicht gut machen. Und da will ich mal gucken, wie wir da rangehen. Ich denke, ich werde Vicky dafür brauchen. Ich habe nur immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich weiß, dass ein Pferd bocken kann oder halt auch vielleicht mal Bock. Das sah jetzt ja gar nicht so aus. Aber das weiß man natürlich nicht. Und dann habe ich da schon so ein bisschen was im Kopf. Mal gucken. Ja, die Besitzerin von Lino ist gerade vom Hof gefahren. Ich möchte ihn gern durchchecken. Bin schon ein bisschen gespannt, weil vorhin ist er wirklich, als die Kamera gerade zum Akkuwechseln war, mit uns drei Personen hier einfach aus der Stallgasse rausgegangen. Da war schon eine Trense drauf. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt eine Trense gleich drauf mache oder ob das auch am Halfter geht. Ja, und diesmal war ich wirklich in einer ganz anderen Situation, weil ich bin sonst immer diejenige, die sagen muss, würdest du vorreiten? Würdest du vielleicht mal was an der Longe machen? Und gerade bei dem Pferd, wo ich eigentlich gar kein Vorreiten sehen wollte, weil so auf Bocken und Steigen und Sturz der Besitzerin hier bei uns, du bist ein Kasper. das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Das ist immer für mich die größte Furcht, dass hier jemand stürzt. Aber sie war, ich will vorreiten, damit du das siehst. Also die möchte wirklich arbeiten. Und ja gut, was soll ich da sagen? Ich habe eher sehr angespannt da gestanden und habe mir das Ganze angeguckt.
Jetzt mal schauen, was passiert. So. So ist fein. Du weißt so gar nicht, warum der sich so aufregt, ne? Ist dir unbegreiflich, richtig? Du bist ja ein ganz kuscheliger, hm? Ja. Lass uns mal schauen. So. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er in einem Turnierstall gewesen, wo die Besitzerin ihn rausgekauft hat. Ist auch Dressur, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch springen gegangen. Fein. Oh, hier ist ordentlich Spannung drin. Also hier die Oberlinie. Wenn man sich das anguckt, dann ist hier auch wirklich eine heftige Hirschhalstendenz drin. Also der ist wirklich ordentlich, oh ja, der ist wirklich ausgeprägt hier, ganz angeschwollen. So, hier ist ein ganz bisschen Trapezmuskelloch, aber da haben wir schon deutlich schlimmere gesehen. Ja, so. So, auf mich wirkt er gerade hier so im unteren Bereich relativ aufgedunsen. Ich bin wirklich gespannt, wie das morgen aussieht. Ich habe jetzt mit Absicht nicht gefragt, ob er auf Stroh steht oder auf Späne. Weil das sehe ich dann morgen selber. So, was mir vorhin so ein bisschen ins Auge stach, waren genau zwei Segmente in der Wirbelsäule. Das ist einmal hier dieser Part und einmal hier hinten. So, hier die Ohrspeicheldrüse. Die ist auch hier ordentlich angeschwollen. Auch die Ganasche. Ist gut, ne? Ja. Hm? Das machst du fein. Ja, ja, kannst du. So, komm her. Boah, ist das fest hier. Andere Seite. Ne? Komm mal her. So, hier unten zeigt er keine Symptome. Gut. Geht es ein bisschen höher Richtung Kiefergelenk. Das war auf der anderen Seite eben auch. Da. Fein, so, das mag er nicht. Da sieht man das richtig. Das hier, alte Soi. Hm? Komm mal her, darf ich einmal hier gucken? Ohne, dass du mich beißt? Ja, ohne, dass du mich beißt. Ja. Oh, toll. So, was ich vorhin gesehen habe, ist, dass auf der linken Seite auch die Zunge rausgenommen wird. Das machen Pferde ganz häufig, wenn sie halt scharfe Kanten zum Beispiel haben, um was abzupolstern. Das kann natürlich auch wirklich, oh ja, kann natürlich auch wirklich aus früheren Zeiten kommen. Hm? Fein. Ja, also rund ist was anderes. Ganz, ganz scharf vorne ist auch was anderes. Für mich wäre es jetzt definitiv nicht in Ordnung, weil ich deutlich vorne so scharfe Perlen auf der Außenkante habe und dann halt noch die Problematik hier hoch, würde mich jetzt vermuten lassen, dass man da noch was findet. Ja, lass mich mal schauen. Hä? Hm? Okay, da mache ich wahrscheinlich gerade irgendwas, was du kennst, durch irgendwas anderes. Ich will. Ja, ich darf dir dafür eigentlich nichts geben, ne? Weil ich weiß ja gar nicht, ob das richtig ist. Aber was soll ich machen? Hm? Ich kann es ja nicht wissen. Ne? So, Fesselträger Ursprung ist leicht angeschwollen. Nun ist mal gut. Das kann ja ein Spaß werden. Ich brühe immer irgendwelche Punkte und dann macht er irgendwas. Oh Mann, ey. Wenn man schon mal im Fernsehen ist, dann ist auch verständlich, dass Lino mal zeigen möchte, was er alles kann. Das ist einfach so. Oh ja, hier ist er auch ein bisschen. So, hier ist eine ganz leichte Schwellung drin.
So, was mir ein bisschen auffällt, ist hinten die Hufe, die sind ganz ungleichmäßig. Vorne ist vorne links die Hufwand relativ steil, aber es ist auf beiden Hufen so ein bisschen gleichmäßig der Fall. Die Hinterhufe allerdings sind anders abgelaufen, also rechts ist anders abgelaufen als links. Auf dem linken Hinterhof sieht man wirklich, dass die innere Hufwand sehr steil ist, also dass er sehr nach innen gekippt läuft. So, hier oben ist es ordentlich fest, auf der anderen Seite auch. Aber irgendwie scheint das dem Lino ganz gut zu gefallen, dass er überall mal so ein bisschen angefasst wird. Hm? Du? Ja. Guck mal, hier mache ich mal ein bisschen weich hier, ne? Oh, das tut gut, ne? Guck mal. Machen wir mal ein bisschen Spannung raus, ne? Ja. Mhm. So ist schön. Guck mal hier. Mhm. Du bist ja schon richtig entspannter Kerl, ne? Wer bei so einem wild gewordenen Falk oder Hinten hier noch fast einschlafen kann. Wahnsinn, ne? Das ist immer so schön. Stehen bleiben, nicht am Kameramann vorbeilaufen, nicht in die Box gehen. Ich habe jetzt gerade keine Vicky hier, die vorne halten kann. Okay? So ist er fein. Na klasse. So, es sieht so aus, als wenn die rechte Beckenschaufel deutlich weiter unten ist als die linke. Er steht zwar nicht ganz geschlossen, aber das ist so ein großer Höhenunterschied. Das kann ich mir da schon denken. Und es sieht auch so aus, als wären die Beckenschaufeln gegeneinander verdreht. Also die stehen nicht synchron sozusagen. Vielleicht kann der Sattel dazu mehr Aufschluss geben. So, was jetzt schon mal auffällt, ist, dass dieses Kissen hier viel, viel voller ist und viel höher als das andere. Ja, also das rechte Kissen ist deutlich, deutlich praller und deutlich größer als das linke. Wenn ich das jetzt mal auf Linus Pferderücken übersetze, dann ist die rechte Seite auf seinem Pferderücken viel höher. Es heißt also, der Sattel, der kippt gefühlt leicht nach links runter und macht links extrem Druck. Rechts gibt es natürlich auch Druck, weil es ja viel dichter da drauf ist. Aber das würde jetzt zum Beispiel auch ein bisschen erklären, warum seine Beckenschaufeln und auch sein Becken schief ist. Jetzt ist natürlich die Frage für mich, hatte er erst das schiefe Becken und hat jetzt diesen Sattel neu angepasst gekriegt? Oder hat er dieses schiefe Becken wegen einem nicht so optimal angepassten Sattel? Also ob er jetzt angepasst ist, werden wir jetzt ja gleich sehen, wenn ich ihn drauflege. Fakt ist aber, dass diese beiden Polster massiv unterschiedlich sind. Mhm, komm her. Komm mal. Nee, komm, geh mal zurück. Ah ja, okay. Komm, geh mal zurück. So, was mir jetzt auffällt, ist, ich habe ihn eben gerade schon des Öfteren zurückgeschickt und es gab nicht so eine massive Gegenwehr, dass er nicht zurückgehen wollte oder dass er gleich losstürmt, jetzt nur weil der Sattel kommt. Wir reiten nicht, ich lege ihn ganz vorsichtig drauf. Ganz vorsichtig. Ich habe es schon gesehen. Musst du dir keine Gedanken machen. Ich habe es schon gesehen, okay? Wenn du ruhig stehen bleibst, kann ich ihn ganz, ganz langsam drauflegen, dass du es fast gar nicht merkst. Okay? Ja, hier. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Ja. Dass nicht geritten wird, glaub Lino wohl nicht. So ist schön. Komm mal her. Ich mache es ganz langsam. So. Beim Satteln wurde gesagt, hat er keine Verhaltensauffälligkeiten. Es ist natürlich so, wenn er angebunden ist, macht er das vielleicht auch nicht.
ja, mein Bild beim Reiten oder was ich beim Reiten bekommen habe von dem Dressursattel, das bestätigt sich jetzt gerade so ein bisschen. So vom ersten Eindruck her sieht es jetzt nicht so dramatisch aus. Man kann hier gut durchfassen. Hier sind allerdings wirklich Löcher. Es ist unheimlich viel Druck hier auf der rechten Seite. Und das ist ja auch das Kissen, was deutlich dicker ist als das linke. Und hier muss ich schon ordentlich ziehen. Hier hinten allerdings wird es dann ein bisschen besser, aber wirklich erst ganz, ganz spät. So, und wenn man mal so guckt, hier sind so die Grip, hier ist so das Gripmuster zu Ende. Da sieht man ganz schön, dass hier so die Sitzbeinhöcker sind, die hier runterkommen. Weil dass der Schwung jetzt hier so gar nicht passt, kann ich nicht feststellen. Es ist nur einfach überall zu viel Druck. So, und was ich hier jetzt gerade beim Tasten fühle, sind es Mückenstiche, Bremsenstiche oder es sind Talgdrüsen. Hier ist alles. Aber wenn er uneingedeckt steht, kann das auch sehr gut sein, dass er halt einfach Insektenstiche hat. Das finde ich richtig toll, wie du das machst. Stehst hier ganz entspannt. Ja, hast du gut ausgehalten. Sehr schön. Ganz toll. Es sind wahnsinnige Darmgeräusche da. Es ist ein Blubbern, ein Rumoren und ja, als wenn Luftblasen zerplatzen und alles. Es ist wirklich eine Geräuschkulisse hier im Bauch. Ja, die Sättel, würde ich sagen, die sind jetzt gar nicht so verkehrt. Die haben ihren Schwerpunkt beide weit genug vorne. Das ist ja das, wo die meisten eigentlich ein Problem mit haben. Beim Springsattel hätte ich jetzt zuerst auch gesagt, boah, gar kein Thema. Fasst man aber wirklich weiter drunter, ist immens viel Druck. Also der Schein, der trügt ein bisschen, weil er hat eigentlich die Kissen, die so schön auseinandergehen, was ja angeblich Wirbelsäulenfreiheit machen soll. Und genau diese Wirbelsäulenfreiheit ist gar nicht da. Dieser Bereich, der gefällt mir nicht ganz so gut. Das werde ich aber halt am letzten Tag nochmal begutachten, wenn wir ihn halt auch viel mobilisieren, ob sich daran was ändert. Ich bin echt gespannt, wenn ich ihn an die Doppellonge nehme, wie das Gefühl ist, wie sein Maul ist. Ja, und dann werde ich versuchen, Vicky definitiv auch einmal an die Longe zu nehmen, wenn ich an der Doppellonge das Gefühl habe, das kann ich verantworten. Sollte das da wirklich eskalieren oder sowas, dann natürlich nicht. Aber laut Aussage ist es so, dass es an der Doppellonge und an der Longe gar keine Probleme gibt, sondern nur mit Reitergewicht. Und dann ist es für uns natürlich wichtig, einmal zu schauen, liegt es an der Person oder an der Handhabung, die da drauf ist? Oder liegt es wirklich vielleicht an Sattel plus Gewicht, die ihn dann vorne einfach nicht mehr locker lassen, dass er sich nicht mehr frei tragen kann, wie an der Doppellonge. Und das ist das, was wir ausprobieren werden. Ne? Erstmal finde ich es super toll, er ist mega entspannt, er schläft hier fast ein. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, das zeigt einem auch immer so ein bisschen, dass die Pferde sich gut aufgehoben fühlen. Hm? Und das ist ganz schön. Ne? Ja, Futterzeit für Lino. Vicky ist schon da, die ist ja immer ganz begeistert, wenn andere Pferde da sind. Ja, der Lino, der hatte gestern ganz angeschwollene Ohrspeicheldrüsen. Das ging wirklich die ganze Ganasche runter. Und ich habe es ja gestern schon beim Check gemerkt, dass wirklich da ein riesen Harzspann oben im Genick ist, dass auch das Kiefergelenk sehr druckempfindlich ist. Auch das Zungenbein, das kann man ganz, ganz deutlich fühlen. Ich weiß nicht, ob vielleicht eine Schwellung dafür auch innen drinne sorgt, dass das rausgedrückt wird. Das sind alles so Sachen, da muss ich heute mal so ein bisschen schauen. Jetzt ist die Ohrspeicheldrüse ein bisschen dünner, aber ich finde immer noch, dass da wirklich ganz harte Knubbeln drin sind. Wird man gleich sehen. Und ich werde heute sein Hafer
oben aus der Raufe füttern, damit der Kopf gar nicht so weit unten hängen muss, und mal gucken, was passiert. Weil wenn man sich vorstellt, ein Gewebe schwellt so auf und dennoch ein Gewebe, wo eigentlich Bewegung stattfinden soll, dann ist einfach alles schmerzhaft. Die Haut spannt, die ganzen Gelenke werden blockiert, die Arterien werden gedrückt, im schlimmsten Fall werden Nerven gedrückt. Und von daher finde ich das alles nicht normal. Und ich finde, da muss man einfach der Sache auf den Grund gehen und nicht sagen, ach, das Gras war zu kurz und deswegen ist das angeschwollen und ich reite trotzdem mal in Beizäumung los, so wie das halt ganz häufig der Fall ist. Und hier muss ich jetzt erstmal schauen. Ich werde nachher auch mal mit der Besitzerin besprechen, ob es vielleicht möglich ist, dass wir auch mal ab heute Nachmittag ein Schmerzmittel geben. Dafür muss ich dann natürlich auch noch meine Tierärztin konsultieren, damit man da wirklich das Passende findet. Und ich glaube, dann kann man wirklich Aufschluss kriegen, inwieweit ihn diese Drüse oder diese dicke Ganasche halt einfach einschränkt. Vielleicht passt ja mein Sattel sogar, dass man mal wirklich gucken kann, wie sieht es denn aus, wenn man den Sattel abstellt, den unpassenden, aber auch die Schmerzen vielleicht ein bisschen runterlindert, sofern welche vorhanden sind in der Ganasche. Und da bin ich gespannt. Ja, mein Training mit Lino startet. Ich musste gerade echt überlegen, Lino, Leo. Nein, das ist Lino. Ja, ich habe gleich Doppellonge vor. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Habe jetzt schon festgestellt, dass auf der rechten Seite, wo er gestern schmerzempfindlich war, in der Flankengegend und in der unteren Bauchregion, das ist deutlich dünner geworden als gestern. Also ist die Vermutung, dass er ordentlich Luft hatte, es waren ja auch tüchtig Geräusche einfach da, war die Vermutung ganz richtig, weil Schmerzempfindlichkeit ist jetzt fast gar nicht mehr auf der rechten Seite und die Flanke ist deutlich eingefallen. Warum ist das so? Ich kann mir vorstellen, dass die Reitprobleme ganz häufig natürlich auch kommen, wenn der Sattel ungünstig sitzt, man dann auch noch die Zügel ein bisschen strammer annehmen muss oder zum Galoppieren das Pferd viel Schwung hat, nach vorne ans Gebiss springt, enger in der Ganasche wird und dann Druck auf die Drüse kommt, dann kommt das eine zum anderen. Und da möchte ich heute mal ein bisschen gucken. Das ist natürlich nicht der Grund dafür, dass er sich rüpelhaft verhalten darf, wenn er einfach hier nur so steht. Da bin ich rigoros, das darf er nicht. Er darf nicht einfach loslaufen. Nein, er darf nicht einfach loslaufen und sonst was machen. Das funktioniert nicht, nur weil man eine angeschwollene Ohrspeicheldrüse hat. Und beißen darf man auch nicht. So, was ich ganz angenehm finde, ist, dass er sich wirklich auch davon zurückschicken lässt. Da gibt es ja ganz andere Pferde, also das ist wirklich toll. Ja, zu den Decken kann man auch noch was sagen. Kann ja auch sein, dass ich völlig kleinkariert bin. Komm mal mit, zeig dich mal von der Seite. Hopp, hopp. Ist auch eine sehr... Ja, so, halt, so ist schön. Ist auch eine gute Idee letztendlich von den Herstellern, dass sie sagen, Mensch, wir ersparen uns das Einkammern oder das Auskammern der Satteldecken nach oben und formen die Decken einfach schon. Ist alles gut. Und formen die Decken einfach schon. Man sieht das hier. Das hat häufig ein Problem. Dadurch, dass man nicht mehr selber kammert, zieht man auch dieses Stück hier gar nicht mehr hoch. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, und das ist jetzt auch so, es ist noch kein Sattel drauf, es ist noch kein Gurt drauf und trotzdem liegt das hier so stramm schon drauf, das scheuert richtig, das drückt richtig und ich kann mir immer vorstellen, dass auch dieses gut gemeinte teilweise gar nicht so gut ist, weil man einfach diesen Part unbeachtet lässt, den Sattel da drauf macht und diese Decke da drüber gespannt wird. Und in dem Moment, wo ich die anderen Decken habe und die hochziehen muss, hinten und vorne, ist schon teilweise gut Luft da. Und das ist hier jetzt gar nicht. Also das ist wirklich
Das liegt da drauf wie so ein, sieht man hier auch. So. So, und das ist das, was ich meine. Bei diesen Decken hier ist das gar nicht der Fall. Die liegt hier luftig. Da mache ich noch nichts. Die zieht sich da nicht auf den Rücken. Hier ist richtig, hier kann ich eine Handvoll unterschieben. Und die andere, die hat sich da schon richtig wie so eine, ja, wie in so eine Kuhle, in so eine Mulde reingelegt. Und da war überhaupt nichts von Luft. Und wenn ich mir dann vorstelle, da kommt noch der Sattel drauf, da wird noch angegurtet, dann wird dieser Druck oben auf dem Pferderücken noch viel größer. Und das konnte ich schon ganz häufig beobachten. Ob es dann einen Einfluss hat, sei dahingestellt. Aber angenehm stelle ich mir das nicht vor. Ja, mal gucken, ne? Ja, komm her. So, da ist hier keine Reaktion beim Gurten. Zumindest nicht unterm Bauch. Was jetzt sein kann, ist, wenn oben Druck drauf kommt, auf den Rücken. Da ist er wirklich empfindlich, aber der sieht auch nicht so gut aus, der Rücken. Ja, ist alles gut. Und die Aussage ist, an der Longe läuft alles super, Stellung, Biegung, vorwärts, abwärts, nur mit Sattel nicht mehr. Das wäre natürlich einfach. Sättel tun weh, wunderbar, werden ausgetauscht, Pferd läuft. Aber da bin ich jetzt echt gespannt, was passiert. Ja, ist alles gut. Ja, gestern hat er uns drei wirklich umgerannt und mit rausgezogen bei diesem hier. Er findet das jetzt wieder nicht schön. Wenn es jetzt gleich nicht geht, mache ich es auf eine Bürste und gut ist. Und ja. Ei, toll, gucke mal. Fein, prima. Lass mich mal schauen. Gucke wohl. Halt. Ja, toll. So, und ganz häufig ist es so, dass Pferde gar nicht unbedingt auf das Sprühen reagieren, auf das Geräusch, sondern empfindliche Pferde oder Pferde, die dauerhaft Schmerzen haben zum Beispiel, die sind empfindlich, was so Tropfen auf der Haut angeht oder was halt einfach die Temperaturunterschiede angeht. Das sind natürlich alles Dinge, die werden einfach vorausgesetzt, dass das schon nicht so sein wird. Aber wissen tut man das nicht. Und ein Pferd, was in diesen Turnierstellen groß geworden ist oder ausgebildet wurde, die kennen eigentlich Sprühflaschen. Egal, ob das in die Mähne ist, in den Schweif ist. Die haben ja immer ganz viel Sprühfaktoren. Ja. Wenn man so gestresst ist, dann ist man sieht auch die Muskulatur ganz hart. Das hat man hier auf beiden Seiten. Man sieht auch, das mag er nicht, wenn man da reinfasst. Und das ist natürlich ein ewiger Kampf auch beim Reiten, dass man versucht, irgendwie das Pferd in Anlehnung zu kriegen, vorwärts, abwärts zu kriegen. Der Unterhals drückt aber dagegen, er pumpt sich auf, er wird schmerzhaft, er wird krampfig. Auch die Oberlinie verspannt sich natürlich und dann ist es ein Teufelskreislauf, nach hinten losgehen. So. Oh. War das gut? Ja, es hat aber ordentlich geknackt da bei dir irgendwo vorne. Ja, helf ruhig mit. So. Gut gemacht, siehst du wohl. Gut? Ja? Ja, Aussage gestern, als die Besitzerin vorgeritten ist, hat gesagt, Mensch, so Schritt vorwärts, abwärts reiten, so wie es gestern hier sofort aussah, das ist zu Hause nicht der Fall. Da war sie schon ganz überrascht. Ist für mich jetzt natürlich auch toll. Ich habe ihn jetzt ein bisschen geschüttelt. Es scheint ihm gut zu tun. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert. Deswegen verstehe ich, dass das wirklich unangenehm ist. Hier oben. Wenn man dann sowieso schmerzempfindlich ist, wird das Ganze natürlich noch viel schlimmer. Dann muss man sich das Ganze jetzt anschauen. Es ist nicht jetzt auf diesen Fall, auf Lino bezogen, aber grundsätzlich, wer so eine Trense hat, die gibt es ja noch viel, dann hat man eine Seite zum Beispiel vom Reithalfter hier relativ weit oben, wie man sieht. Da passen keine zwei Finger mehr zwischen. Auf der anderen Seite sind es aber locker zwei. So,
Was habe ich früher immer gemacht? Ich kann mir vorstellen, das machen auch viele andere. Ziehen das runter, machen das hoch und es gibt noch mehr Druck da oben drauf. Einfach, weil man das versucht auszugleichen, das Ganze. Ne? So, ich gucke einfach mal, ob ich ein bisschen anzeichnen kann, wie der Umfang hier von den leichten Schwellungen ist. Hier hört es auf, hier unten ist es relativ frei, aber das sind so die Bereiche, die auch jetzt schon geschwollen sind. Hier unten ist auch noch mal einer. So, aber die stoßen jetzt nicht ganz weit raus, sondern man merkt, wenn man drauf geht, ist hier, und das mag er hier unten zum Beispiel auch nicht, hier ist ordentlich Spannung drin. Ja, fein. Ja, prima, prima, prima. Ganz, ganz fein. Also finde ich toll, dass er sich hier jetzt wirklich einfach hinstellt. Auch das mit den, dass er losrennt, wenn man was in der Hand hat, dass er skeptisch ist. So ein ähnliches Verhalten wie Falco manchmal. Ja, wir schauen einfach mal. So, komm her. Und wie dieser Fall weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team.